Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sind jetzt im Orrery drin und machen uns auf den Weg nach Kitesh, auf dem Weg der Unsterblichen. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia, greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Alles klar. Hoppala, hier haben wir erstmal eine Notiz wieder. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen. Als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Okay. Russisch mit der Stufe 3. Jawohl. So, everybody jump, jump. Warte mal, geht das dann eigentlich nicht? Ja, nee, geht nicht, schade. Okay. Hey, hey, ich hab E gedrückt! Was soll der Bullshit? Da war knapp, ich. Brüchiges Eis hier. Alles klar, springen wir mal irgendwo ins Nirgendwo. Mach ich auch häufiger. Na Gott, an der Nase jucken. Was zum Teufel, ey. Das ist schon ganz schön freaky, ey. Werden wir jetzt in seiner... Nee, tun wir nicht. Oh, ein neues Basislager. Das nehmen wir gerne. Puh. Die Halle der Wächter. Keine neuen Fähigkeitenpunkte, keine neuen Upgrades. Dann können wir auch direkt weitergehen. Die ziehen in Krieg. Sieht zumindest so aus.
Ach so! Digga, Skorpion. Es sind so viele. Ach du Scheiße. Ihr solltet jetzt mal eine Facecam sehen. Ich sitze hier quasi mit offenem Mund. Das ist echt jetzt? Das war jetzt ein sehr weiter Weg zwischen den Basislagern. Hier keine News. Da unten sind sie. Aber hier kriegen wir ein Artefakt. No, nee, doch nicht. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Na, dann wollen wir mal zu den Unsterblichen hin, wa? Mist! Komm, ernsthaft, die Hand siehst du nicht? Läuft bei euch. Gott! Lol. Alles klar. Was zum Teufel? Was macht ihr denn da? Achso, ich komme da nicht hoch. Alter! Wie kann ich denn jetzt Unsterbliche töten? Ich dachte, sowas geht nicht. Aber gut, ich will mir nicht beschweren. Und so. Hier ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich will doch nur eure heilige Stadt plündern. Ach so, jetzt auf einmal, ne? Jetzt was Molotows. Okay, scheinbar keine Gegner mehr in der Nähe. Das Problem ist, hier wird mir glaube ich ganz schnell die Munition ausgehen. Weil es wäre nicht sonderlich logisch, wenn es hier Munition gibt. Achso, ja, warte mal.
Uiuiuiui. Ja, Heilkräuter nehme ich sehr gerne gerade. Muss ich da oben hin? Ich muss da hinten hin. Wie kommen wir da hinten hin? Aua. Willst du mal sterben? Ja, okay, treffen soll ich dich doch. Geht doch, danke. So, kann ich den jetzt looten? Ja, die geben nämlich Pfeile. Habe ich mir fast gedacht. Ja, warte mal. Aua. Ach komm, nein, nicht sterben. Schick mir nicht noch mehr auf den Hals. Mir geht die Munition langsam aus. Vor allem, warum haben die so ein blaues Feuer? Da machen wir minimal Kirre, Leute. Oh, warte mal, die geben doch normale Munition. Oh, jawohl. Ich kann trotzdem weiter ballern. Alles klar. GG, Sascha. Unterlagen. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Oh, oh, oh. Oh, ein Artefakt. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Führ's weiter aus. Wonach sieht's aus? Wenn man jetzt kein fundiertes archäologisches Grundwissen hat, ist das ganz schön scheiße. Leute, wenn ihr wisst, wonach diese komische Statue aussah, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe nämlich absolut null Ahnung. So, da kommen wir wieder zurück. Zurück wollen wir jetzt aber natürlich nicht. Wir wollen nämlich die Quelle finden. Und abrüstet. Das war sowas von klar. Und da steht Leon natürlich wieder auf.
Oh. Leute, die ist gerade 10, 20 Meter runtergefallen. Wie kann sie stehen? Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Und ich präsentiere euch Kitesh. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Okay. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ja, na, liebe Leute, nichts leichter als das. Wir sind auch in zwei Minuten da. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Mehr Gewehrmunition. Und Waffenupgrades kriegen wir auch noch hin. Allerdings nur für die Pistole. Oh fuck, da unten hätten wir auch noch die Schussfrequenz oder die Nachladegeschwindigkeit erhöhen können. Na, was soll's. Gut, wir haben auch noch Zeit. Heißt, wir schreiten voran. Wuppa, haben leichte Frame-Einbrüche. Holz können wir nicht mitnehmen, schade. Du Scheiße, wo geht's denn hier über längs? Das Nest habe ich eben gerade nicht mal gesehen. Heißt das, ich komme von hier? Tatsache. Ich könnte da runterkommen. Möchte ich das auch? Möchte ich. Da unten ist nämlich ein Monolith. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. So. Oh, da sehe ich schon. Ja, okay. Da kann man sich ja nirgends festhalten. Hier habe ich in der Stadt Frame-Einbrüche. Hatte ich das nicht gerade auf... Oh mein Gott. Hatte ich das nicht zu einer Rauchgranate umgebaut? Scheiße, was ist denn das jetzt hier alles für ein Gebiet? Was kann ich denn hier alles erkunden? Tja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht.
unglaublich. Der Stil wirkt antik, aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets. Alter, das ruckelt. Was zum Teufel? Hier ist eine Statue da oben. Ich dachte gerade schon. So, warte mal, ich muss da hinten hin. Ich habe hier drin vermutlich noch so extremst viel übersehen. Vorne zu einem Herausforderungsgrab gehen. Echt jetzt? Ja, ist ja gut. Warte, nein. So. Ja, ist ja gut jetzt. Aua. Nein. Alter. Nein, bin ich tot? Bin ich nicht. Die Olle, der stirbt aber auch nicht. Hallo. Ja, ist ja gut jetzt. Meine Fresse doch. Bären sind schon übel. Puh. Dann hoffe ich mal, dass es sich lohnt, dass ich hier längs gegangen bin. Optionales Herausforderungsgrab. Jawohl, ja, aber erstmal noch ein Artefakt hier. Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Ja, komm, Herausforderungsgrab lassen wir uns natürlich nicht entgehen.
dann schauen wir mal kurz. Hier gibt's wieder ein Artefakt zu looten. Da geht's nachher zurück und hier geht's zum Grab hin. Ruinen unter Wasser. Eieieiei. So, dann wollen wir uns das nochmal kurz angucken. Werden wir heute leider nicht lange machen, denn die Folge ist gleich wieder rum. Mein Gott. Was zum Teufel explodiert hier alles? Ich brauche einen Funken. Was braucht sie? Den Kram dafür. Exorzismuskammer. Optionales Herausforderungsgrab. Ach du heiliger Bimbam. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Aber wir checken das nochmal kurz ab, bevor wir die Folge gleich beenden. Hier haben wir nämlich erstmal ein paar Münzen. Okay, da kriegen wir einen Käfig nach oben. Sehr brillant von mir. Irgendwas übersehe ich hier noch. Warum zum Teufel sind Dinger an dem? Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Was bringt das? Warte mal. Ja, kann ich. Bringt nichts. Irgendwas hält sie fest.
Teufel komme ich denn weiter nach unten? Ich möchte weiter nach unten. Irgendwas hält sie unten. Aha. Ja, geschafft. Jetzt müssen wir kurz die Giftschwerde abwarten. Okay. Gut, müsste hoch genug sein. Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Aber was soll denn das bringen? Das soll das Tor aufreißen, oder was? Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Schon ein kleiner Vollidiot. Moa, echt jetzt? Sorry, Leute, heute gibt es eine extra lange Folge. Das machen wir jetzt fertig. Und das kriegen wir jetzt geschissen. Jawohl, geil. Das ist natürlich schön. So, du kommst nach oben. Du kommst dahin. Wir rennen diesmal ein bisschen mehr in Sicherheit. So, und damit haben wir das Herausforderungsgrab aufgepackt. Und was finden wir hier für eine Technik? Ein Kodex. Oh mein Gott, das ist die Formel für griechisches Feuer. Moment, Leute, ich muss einmal ganz kurz. So. Griechisches Feuer. Flammen von Feuerpfeilen und Molotov-Cocktails verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um durch die Rüstung des Gegners zu brennen. Alles klar, nice. Und jetzt haben wir es dann auch für diese Folge überstanden, liebe Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und vielleicht erwartet uns nächstes Mal schon die letzte Folge von Rise of the Tomb Raider. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Haut rein, bis die Tage. Ciao!